Hallo und herzlich willkommen. Hier ist weiter von hier, Karim von Thüringen. Ja, ich habe mir kurzabend die Ballen abgeladen und werde jetzt gleich mal eine Anhänger kaufen. Weil das will ich nicht weiter aufschieben. Und zwar im Grunde so groß wie möglich. Das ist aber wieder das gleiche System, was ich jetzt hatte. Das möchte ich vermeiden. Der wäre mit Deichsel. Und auch relativ groß. Aber schon deichselfest verbaut. Kostet ja nur 17.000, mein guter Preis. Wäre jetzt mir im Grunde egal, ne? Also theoretisch. Und der hat halt so wie die anderen Fahrzeuge, ne? Ich probiere mal so ein Fahrzeug, die rangieren sich am besten, ob man einen Stall und was fahren will. Damit kann man am besten fahren. Da guck ich mal. Und zwar, wir wollen ja auf erstmal hier Trelleborg, ne? Agrarreifen zum Beispiel, Traktorreifen. Traktorreifen beschriftet. In dem Traktorreifen beschriftet. Felgenfarbe, das ist mal im Grunde. Können wir so lassen. Aufbau. Nein, nicht pink, nicht. So. Ersatzreifen brauchen wir auch nicht. Da gibt es Probleme. Links und rechts, na, brauchen wir nicht. Feuer haben wir auch kein Logo. Logo, ja. ATC oder Ball Company. Und Leuchte, ja. Aufbau vorne. Für Reifen halt, ne? Rundballenaufsatz. Zugmaul. Falls wir das mal brauchen. Aufbau hinten. Kamera zoom. Also hier können wir nichts bewegen. Normalerweise kannst du gucken und tun machen. Na gut, geht nicht. Aber wir haben jetzt im Prinzip Ersatzreifen keins, Volllöscher auch keins. Na, Voller nehmen wir einen, ist egal. Links. Hauptfarbe. Dem wenig. Also. Trelleborg. Traktorreifen. Zwar wegen der Felder. Dann Unterfahrschutz machen wir keins. Das hängen wir irgendwo meist irgendwo fest. Gibt gleich mit Ersatzreifen. Gibt Bart Company. Wo das sein könnte, keine Ahnung. Aufbau Mitte. Ja, kann man nehmen, falls wir doch mal Reifen manuell aufladen wollten, ne? Und dann, dann würden sie nicht gleich runterfliegen, ne? So. Ich kaufe mal. Und zurück. Dann werde ich hier mal abkoppeln. Und zwar den hier mit dir hänge. Beziehungsweise stell den hier mal rein. Und dann fahren wir zum Händler. Ach so, ja, kurz zurück. Das ist typisch. Gut, auch zum Händler. Breitreifen lassen wir drauf jetzt. Fahren wir durch die Fische durch. So. Und holen wir den Anhänger. Ob das dann funktioniert, ja, werden wir dann sehen, ne? Was drauf passt, ne? Beim anderen waren es ja 72. Gut, wenn man trocken ist, können wir probieren mit LKW. Ansonsten, da muss ich ja durchdrehende Reifen. War da irgendwo sich festgefahren? Nö. War da fertig?
Also das ist ein bisschen unrealistisch, dass eine Straße sich einfühlt. Ne? Das ist ja ein bisschen. Das geht technisch gesehen nicht. Ne? Das würde nicht funktionieren. Das machen wir gleich mal fertig. Damit ist abgeschlossen. Man sieht ja hier im Prinzip, wie er jetzt einwühlt sich im Boden. Ein Wunder, dass er überhaupt fertig geworden ist. Ne? Pflegebereifung, naja. Kurz gucken, wie das feucht ist, ne? Ja, 40%. Ob das näher später bei 10, 12 oder 18% besser ist, wahrscheinlich. So. Aber so dünn abgeschlossen, ne? Also wir haben nichts davon, wenn nicht gedüngt ist, ne? Ganz um die Straße. So. Anhänger wollte ich holen. Auf geht's. Weg. Ja, nun ist ja fast März, ne? Also ja, wenn die Aufnahmen kommen, ist Herbst. März, nicht Herbst. Aber ich hatte glaube Herbst gesagt, glaube ich sogar. Also gut, März. Und da bin ich mal gespannt, was am März für Gerichte kommen. Richtung LS 23. Da bin ich jetzt echt neugierig drauf. Gerüchteweise, mein gut, so viel wird auch nicht sein. Aber ich sag mal, intern wissen die schon genau, was die machen wollen und wie sie es machen wollen. Die Planung ist schon lange abgeschlossen. Nur mit der Option, was geht und was nicht geht, Richtung mit Technik und so. Da meine ich eher die Rechenleistung des Spiels, nicht von der Grafik her. Die Grafik. Ich sag mal, die ist ja schon mal Full HD und glaub sogar 4K oder 3K, weiß gar nicht genau, was da genau ist. Das jedenfalls ist schon da, die Grafik. Traktoren sind auch schon sehr, Maschinen kann man nicht meckern, da kann man sagen, die sind alle sehr schön gemacht, auch detailgenau, ne? Also hier die Anzeige, die Zahlen. Und dann ändern sich eigentlich. Ja, aber wie gesagt, überwiegend funktioniert alles gut. Die Steuerung über Türen auf und zu, das funktioniert auch nicht. Vielleicht kommt das auch ohne Mod. Kann man haben, muss man nicht haben. Ob das Wettersystem mit Seasons kommen würde, wäre schön. Als fix, als da ist, ne? Also vorhanden ist. Der sieht aber klein aus, ne? Die müssen wir probeweise mal einen anderen kaufen. Der sieht sehr klein aus. Immer so sagen, also da geht nicht viel rauf. Ich guck mal, ob ich da einen anderen kriege. Also von der Größe her. Den habe ich gekauft. Und das sieht optisch gesehen nicht größer. Dieser wäre mal so interessant, ne? Der scheint größer zu sein. Machen wir Kotflügel, ne? Ja. Fliegellogo. Logo. Und der Fahrschutz nicht. Kommunal, dann nehmen wir mal hier Breitreifen. Nur testweise, ne? Trelleborg, Michelin und ja, Michelin können wir auch lassen, ne? Sieht gut aus, ne? Für ja,
Kotflügel, Fliegelogo und Unterfahrschutz. Staubkasten rechts, Ersatzreifen keins, Staubkasten links. Aufbau. Könnten wir auch so eine wählen, um für andere Sachen mal fahren zu können, ne? Ansonsten. Dann haben wir nein, Version 1. Das ist für die Fee. Für Rundballen zum Beispiel, ne? Oder hier für Quaderballen. Und. Weiß ich nicht genau. Reifen. Begrenzungsleuchten. Also Aufbau haben sie entweder nur das. Ich will auch nicht Ballen fahren, ne? Das andere kann ja der andere machen, ne, mit LKW. Den kaufe ich mal auch, um als Vergleich zu sehen, wie es aussieht. Von der Größe her. Ja, bisschen größer ist er. Muss ja mal sehen, ob das überhaupt Sinn macht. Ne? Probieren kann ich es ja mal. Ich will raufpassen, ne? Aber ich nehme erstmal den anderen. Das ist ja von Fliegel. Eigentlich original, wie im Spiel vorhanden ist. Und das andere ist ja irgendwie dazugekommen. Die genauen Vergleich kann man ja erst machen, wenn die wirklich parallel ineinander stehen, ne? Ja, 2, 4 Ballen vielleicht mehr, ne? Müsste man vielleicht eher. Nehmen wir mit. Jetzt sehe ich gerade, dass die hinteren Reifen wieder in Luft hängen. Als wenn mir einer mich ärgern will hier, oder? Ich weiß auch nicht. Gehen wir hier kurz rein. Große Paletten. Y. Normale. Quaderballen. Rundballen. Ob es am Traktor liegt, das weiß ich nicht. Ich nehme mal einen mal mit. Vielleicht kann man vergleichen. Ich meine, das sieht optisch blöd aus, wenn beides zusammen ist, ne? Es könnte auch sein, dass andere Traktoren ein bisschen besser für geeignet sind, ne? Weil dieser Fan vielleicht der Zug mal zu hoch ist, ne? Oder andere Reifen vielleicht besser wären, ne? Aber da könnte man ja bei Gelegenheit umrüsten, ne? Gut, probieren wir aus, ne? wie das funktioniert, ne? Wenn das nicht funktioniert, dann fliegen die beide, ja, sieht schon schlecht aus. Dahinter wird es schon ganz, ganz übel aus. Das gleiche Problem wie beim, da muss andere Gründe haben, ne? Ja. Werden wir sehen, ne? So. Fahren wir zum Hof. Die Bahn gleich mitnehmen Richtung Silo. Richtung, ja, Silo. Wo halt die anderen Grasbahnen liegen, ne?
Genau bei einer BGH. Hier kann man irgendwas einstellen. Ah, hier. Man kann den Anhänger tiefer stellen. Dass praktisch die Reifen jetzt hinten auch aufliegen. Ja gut. Sieht optisch ein bisschen besser aus. Vielleicht mit Gewicht ist es noch besser. Schauen wir mal. Die Seitenwände sehen ein bisschen komisch aus. Weil hinten ist ja ne, also im Prinzip ungünstig, ne? Ich probiere mal die Ballen aufzunehmen, die jetzt vorne liegen. Ich habe die extra abgestellt, deswegen, damit man probieren kann. Probieren wir das vorne, wie viele Ballen ich da aufkriege, ob das gleich mehr gehen würde. Wenn nicht, na gut, dann muss ich sehen. Und die entscheidende Frage ist aber, ob die auch funktioniert. Ne? Man so kleine Anhänger für Bretterpaletten ist auch nicht verkehrt. Ne? Weil das Sägewerk ja auch ein bisschen ja, alles sehr eng ist, ne? Aber ein Traktor mit Breitreifen wird dafür nicht. Wäre es unsinnig, ne? Weil im Prinzip kein Platz wäre, ne? So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Mit den Ballen, da zeige ich euch Anfang der nächsten Folge. Und immer tschüss, ciao. Ja, nochmal ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschalten. Ja, dann sehen wir uns morgen, wie es mit der Ballen klappt, ne? Tschüss.